Die vier Angeklagten zeigten sich vor dem Amtsgericht in Amberg reumütig. Mit gesenkten Köpfen hörten sie die Verlesung der Anklageschrift. Danach entschuldigten sie sich bei ihren Opfern und sie gaben zu, Ende Dezember in der Amberger Innenstadt wahllos auf Passanten eingeschlagen und sie beschimpft zu haben. 15 Personen wurden dabei leicht verletzt. Ein konkretes Motiv für die Taten gab es wohl nicht. Die jungen Asylbewerber hatten sich zunächst am Bahnhof getroffen. Offenbar führten laut Polizei und Staatsanwaltschaft übermäßiger Alkohol- und Drogenkonsum in Verbindung mit Langeweile und Perspektivlosigkeit zu den Taten. Vor Gericht einigten sie sich mit ihren Anwälten und der Staatsanwaltschaft in einem Rechtsgespräch auf einen sogenannten Deal. Hinsichtlich dreier Angeklagter hat man sich verständigt auf Strafen, die noch bewährungsfähig sind, die also zur Bewährung ausgesetzt werden können. Hinsichtlich des Hauptangeklagten hat man sich auf eine Strafe verständigt, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Asylanträge der vier jungen Männer wurden inzwischen abgelehnt.